Moin, hallo. Mein Name ist Ken Blöcker. Ich bin Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe Westküste. Und wir sind heute hier zu Gast bei der Meißner Expo GmbH. Ein tolles Familienunternehmen, was eigentlich aus dem klassischen Messebau kommt. Aber wir wollen auch über die aktuellen Herausforderungen und Lösungen halt auch sprechen. Ich darf heute sprechen mit Geschäftsführer Nikolaus Meißner. Schönen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und schönen Dank, dass wir auch das hier mal tatsächlich nutzen können. Ich gucke mal dahin, ich gucke mal dahin. Das ist wirklich eine ganz beeindruckende Kulisse, vor der ich auch noch nicht in dieser Form stand. Von daher vielen herzlichen Dank auch für diese Möglichkeit. Bevor wir tatsächlich jetzt einsteigen und du ein bisschen auch sagst, was ihr auch für Lösungen jetzt für eure Kunden schafft, magst du vielleicht ein bisschen über euer Unternehmen erzählen? Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, Ken Blöcker, dass du gekommen bist. Sind wir beim Du eigentlich gerne. Weiterhin, auch hier gerne. In diesem Format? Ja, sehr gerne. Ich habe ja vorhin gesagt, im Studio ist Du. Das ist mehr und mehr heutzutage der Fall. Bei uns als Familienunternehmen ist das Du auch an der Tagesordnung. Hanseatisch vielleicht sowieso. Zeitweise war das dann ein Du mit Nachname, aber es ist trotzdem, inzwischen sind wir komplett beim Du und das ist auch schön, dass wir so persönlich hier das haben. Wir sind ein Familienunternehmen schon seit über 40 Jahren. Mein Vater hat das 77 das Unternehmen gegründet und seitdem machen wir in Messebau und verschiedene Systemlösungen, aber auch inzwischen mehr und mehr Event, Kongress und Messe und Innenausbau inzwischen auch. Und bei uns ist das Familienunternehmen dadurch ein Familienunternehmen, dass mein Vater das eben schon lange führt, meine Mutter auch teilweise mitgearbeitet hat. Wir hatten hier in dem Mitarbeiterstamm von 20 Leuten, teilweise schon meine Schwägerin mit drin. Ich bin vor 10 Jahren mit eingestiegen und wir bilden aus. Das heißt, wir empfinden auch dieses Ganze mit unseren Mitarbeitern als Familie. Wir sind die Meißner Expo-Familie und ich darf dieses Unternehmen mit meinem Vater jetzt zusammen weiterführen. Der ist in den 70ern angefangen und ist jetzt langsam am Ausfaden, aber der macht immer noch mit und ist das starke Fundament in der Firma. Und jetzt läuft es eben operativ alles bei mir. Und wir sind ganz fröhlich mit dabei, jetzt auch mit diesen 20 Leuten in dieses nächste 20. Jahrhundert. Wenn du, sag mal, von der Meißner Expo-Familie, sag ich mal, auch sprichst, ja. Merke ich dann natürlich auch, das ist ja schon ein, sag mal, auch natürlich ein enges Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, was, sag ich mal, auch persönliche Beziehungen sich halt auch aufbauen und wo natürlich, glaube ich, gerade in diesem Jahr ganz besondere Herausforderungen vor euch standen, diese Situation zu meistern bis zum Stand halt jetzt und grundsätzlich, weil natürlich auch viele vor dem Problem waren, Stichwort Kurzarbeit und viele Dinge. Musstet ihr das auch machen? Und wenn ja, welche Fragen sind da für euch aufgetaucht und wie habt ihr die auch gelöst? Also nicht nur vielleicht auf dem Papier, sondern natürlich auch vielleicht auch menschlich hier im Team. Ja, also wir haben tatsächlich gemerkt, im Anfang März, wurden plötzlich alle Messen zugemacht. Dann haben wir natürlich unser Stammgeschäft in Messebau, haben wir nicht mehr weitermachen können. Es wurde einfach quasi ein Berufsverbot ausgesprochen und wir sind ganz konsequent in Kurzarbeit gegangen. Mhm. Es sind in den ersten Monaten viele sehr intensiv zu Hause geblieben. Stückweise haben wir dann wieder Leute aus der Kurzarbeit rausgeholt. Wir haben ein paar Projekte, da kann ich gleich im Folge unseres Interviews auch nochmal kurz drauf eingehen, was wir so machen, um uns die Zeit zu vertreiben. Das ist ganz, ganz zukunftsausblickend, ganz schön. Aber wir hatten auch die Herausforderung mit der Kurzarbeit, dass wir die Leute natürlich immer, ich sag mal, zu Hause lassen mussten tatsächlich. Und da war es gut, dass uns dann von den Fixkostenblock was abgenommen wurde. Aber der Urlaubsanspruch ist natürlich weiterhin da gewesen. Und da hatten wir in der Phase, wo wir ganz neu, das war für uns irgendwie was ganz Neues, Kurzarbeit. Zum Glück war das was Neues, aber wir wussten natürlich noch gar nicht, wie wir damit genau umgehen. Und der UVOW und auch die Newsletter, die dann im März, April, Mai reinrauschten, die waren super hilfreich. Da haben wir viel draus genommen. Und eine Frage, es steht trotzdem immer noch ein bisschen im Raum, wie gehen wir damit um, wenn diese Urlaubsansprüche bestehen bleiben, die dann aber voll bezahlt werden müssen, wenn die Leute in Urlaub gehen, ist das rechtskonform, dass man in Abhängigkeit der verminderten Arbeitsleistung und ja, wie viele die Leute wirklich dann auch da sind, weil sie in Kurzarbeit sind, weniger Urlaub haben, damit die monetäre Belastung nicht so auf dem Unternehmen lastet.
da könnten wir vielleicht auch gucken, ob wir Sebastian Koch mit einschalten. Ja, das würde ich auch die Gelegenheit nutzen wollen, tatsächlich mal. Sebastian, du hast die Frage gehört, hallo nach Itzehoe. Ich brauche sie, glaube ich, gar nicht groß formulieren, aber das Thema Urlaubsanspruch in Kurzarbeit, während der Arbeitnehmer in Kurzarbeit ist, hat der Arbeitnehmer tatsächlich Anspruch auf kompletten Urlaubsanspruch, auch wenn er in Kurzarbeit ist? Wie ist da sozusagen deine fachliche Einschätzung zu dem Thema? Hallo Ken, danke für diese Frage, die in der Tat aktuell häufig gestellt wird. Kurzarbeit kann tatsächlich dazu führen, dass sich der Jahresurlaub verkürzt. Für die Dauer der Kurzarbeit im Unternehmen gilt für den Urlaubsanspruch, Urlaub darf zeitlich entsprechend der Arbeitszeit gekürzt werden. Wird also weniger oder gar keine Arbeit geleistet, verringert sich auch der Anspruch auf Urlaub entsprechend. Da Kurzarbeiter aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs mit vorübergehend teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern gleichzusetzen sind, gilt dies auch im Falle der Kurzarbeit null, also wenn gar keine Arbeitspflicht besteht. Damit das nun aber auch in unserem deutschen Arbeitsrecht Bestand hat, sollten daher entsprechende Regelungen über die Kurzarbeit und die anteilige Reduzierung oder den Wegfall von Urlaubsansprüchen bei Kurzarbeit ausdrücklich vereinbart sein. Hier sind unsere Mitgliedsunternehmen bei uns gut aufgehoben, wenn sie darauf achten, dass diese Punkte in den Vereinbarungen mit den Mitarbeitern und den Betriebsräten entsprechend berücksichtigt sind. So Ken, ich denke, deine Frage ist damit beantwortet und ich gebe somit aus Itzehoe zurück zu euch. Alles klar. Vielen Dank, Sebastian, für die Info. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, mit dem ganz viele, nicht nur ihr, natürlich euch auseinandersetzen müssen. Und da tauchen natürlich sehr viele Fragen auf. Ich hoffe, dass sich das bessert. Das wird uns noch ein bisschen begleiten, das Thema. Ja. Also gerade im kleinen Mittelstand sind wir natürlich so teilweise an Überlebensstrategien dran. Aber wir haben auch, ich sag mal, Zeit gewonnen. Wir wollten diese Zeit eigentlich nicht gewinnen. Ja. Wir hatten ein tolles Jahr vor uns. Wir wussten genau, dass wir nach vorne gehen und was wir zu tun haben. Und das wurde alles erstmal über den Haufen geworfen und jetzt gehen wir neu. Ich kann auch noch mal kurz ein bisschen in der Präsentation zeigen, wie wir unterwegs sind, was wir bisher so gemacht haben. Und dann zeigen wir ein bisschen was wir in Zukunft auch jetzt mehr und mehr machen. Dafür sind wir hier ganz kurz. Nikolaus hat zu mir gesagt am Anfang, wir sind kein Unternehmen, was sich zu sehr mit der Vergangenheit eigentlich aufhört. Also hier findet, als ich hier reingekommen bin, hier findet kein Jammern statt, obwohl es wirklich eine unfassbar schwere Zeit ist, sondern es wird nach vorne geblickt. Deswegen, da wollen wir auch den Schwerpunkt noch mehr jetzt auf unserem Gespräch lenken. Zeigt, was ihr machen könnt, zeigt, was ihr bisher macht und wo eigentlich die Reise für euch und eure Kunden eigentlich auch hingehen kann. Gerne, ja. Unsere Kunden, das ist ein großer Pool an Stammkunden und immer mal wieder ein paar dazu, die das auffüllen. Das sind Kunden, die hauptsächlich natürlich im Marketing und Vertrieb unterwegs sind. Das heißt, die wollten von uns bisher gebaute Lösungen hauptsächlich haben, wie wir deren Vertrieb unterstützen, Produkte oder Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Ich kann das mal ganz kurz in der Präsentation zeigen, wie wir bisher unterwegs sind. Das ist eine jonglierende Person. Wir sehen uns als Fachdienstleister im Bereich Jonglieren. Und zwar können wir mit vielen Aufgaben jonglieren und das haben wir bisher die letzten Jahre immer gemacht. Wir haben Ideen von unseren Kunden, Marketing-Ideen, irgendwie die Fäden zusammengehalten und in einen Flow gebracht und dann unseren Kunden geholfen, daraus ein Produkt oder eine Außenwirkung zu schaffen. Das machen wir von A bis Z und das haben wir bisher so gemacht und haben damit tolle Projekte umgesetzt. Ich kann noch mal zeigen, das ist so ein bisschen, was wir schon immer denken. Wir wollen das auch mit modernen Mitteln machen. Wir wollen in die Zukunft blicken, was bietet uns Technologie, was bietet uns unsere Ideenwelt, um daraus ein tolles Produkt zu machen, um für Marketing und Vertrieb irgendwelche Erinnerungswerte zu schaffen. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Wir haben ein Team und wir haben echte Möglichkeiten, Sachen umzusetzen. Und das meine ich auch so. Wenn wir Familienunternehmen sind, dann denken wir zusammen im Team, wer hat wo seine Stärken und womit kommt man weiter. Und das war die letzten Monate so hilfreich für uns, dass die Leute nicht gesagt haben, oh, hier ist kein Misselbau mehr, na gut, dann machen wir halt nichts. Sondern wir haben alle gesagt, hey Leute, was machen wir draus? Wir haben dann irgendwie unseren Dachboden erstmal gedämmt und geguckt, wie kriegen wir uns ein bisschen irgendwie weiterhin bei der Stange gehalten. Und dann haben wir aber auch richtig Projekte umgesetzt. Zeige ich mal ganz kurz, was wir früher gemacht haben, nämlich Messestände gebaut. Wo ist jetzt dieser Messestand? Der Messestand stand die letzten 2 Jahre in Cannes in Frankreich für die Firma Mondelez.
haben wir eine große Markenwelt aufgebaut mit interaktiven Touchtables und so weiter. Das war ein Stand, der wäre jetzt vor ein paar Wochen wieder in Cannes aufgebaut worden, aber wird nicht. Mhm. Das ist ein Messestand für den Deutschen Bundestag, der wurde inzwischen schon 60 Mal auf- und abgebaut. Also das ist auch eine unserer Stärken, nämlich Messestände und Architektur zu designen, die aber den großen Nutzwert hat, wiederverwendbar zu sein. Das Thema ist wahrscheinlich, hat sowieso schon vor Corona wahrscheinlich ordentlich zugelegt, also ne? Nachhaltigkeitsbetrachtungen gibt es jetzt inzwischen überall und das ist beim Messebau schwierig grundsätzlich, weil es eigentlich was ein schmutziges Geschäft ist. man baut etwas für 3-4 Tage Laufzeit auf und reißt es dann wieder ab. Und wir haben das schon uns lange irgendwie angeeignet, möglichst viel, also 80-90% dieser Materialien komplett sauber wieder abzubauen, einzulagern, für unsere Kunden Konzepte zu entwickeln, dass wir möglichst viel Wiederverwendung drin haben. Das ist das Beste bei Nachhaltigkeit, Wiederverwendung. Dann haben wir auch ganz andere Themen, nämlich Innenausbau. Wir haben solche Hallen vorgefunden, da kam ein Kunde von uns, der sich eigentlich unsere Messestände von uns bauen lässt, hat uns diese Halle gezeigt und sagte, habt ihr da eine Vision, könnt ihr daraus was machen? Und wir haben dem Kunden dann ein Showroom gebaut. Das machen wir schon mehrere Jahre. Aber das ist jetzt natürlich umso mehr wieder ein Thema geworden, dass wir, wenn keine Messen stattfinden, Kapazität haben, um Handwerksleistungen, also echtes Hardcraft für Leute zu realisieren, mit ein bisschen Schick. Weil aus dieser komischen Lagerhalle und Produktionshalle wurde dann dieser Showroom mit Konferenzraum, mit Glasschiebetür abgetrennt und dahinter Produktion oder Demonstrationsmöglichkeiten von Produkten von dem Kunden. Ja. Und der hat jetzt auch gerade in diesen Zeiten natürlich eine neue Möglichkeit, seine Sachen zu zeigen, auch zu filmen, was er sonst nur auf Messeständen gemacht hat und nach außen zu gehen. Und vor allem, ihr könnt das ja wahrscheinlich alles aus einer Hand machen. Wenn ich mir, also ihr baut es um, also sagen wir das Handwerk. Aber ich meine, das Know-how, was auch hier im Studio steht und dann das kombiniert mit eurer Erfahrung. Das heißt, eigentlich braucht der Kunde sich dann einmal an euch wenden und dann ist ja in der Regel bei den Mitarbeitern, die ihr habt, anscheinend tatsächlich könnt ihr das alles aus einer Hand machen. Ja. Wir sind ein ganz lustiges Team aus sehr organisierten Projektleitern und aber auch viel Vision und sowieso schon durch diese architektonische und kreative Ausrichtung, die wir schon immer haben durch diese Messestände. Da muss immer neu und immer was Tolles sein und sowas. Das hat uns jetzt auch geholfen, irgendwie unsere Ideen jetzt mal in neue Wege zu leiten. Mhm. Und wir haben trotzdem natürlich die 5 LKWs auf dem Hof und wir haben diese große Lagerhalle, wir haben Produktionsmöglichkeiten, wir haben ein bisschen Tischlerei drin, wir haben Alu- und Stahlverarbeitung drin. Wir können also wirklich Sachen kreieren. Mhm. Aber wir können eben auch in der Kreation bei uns erstmal den Weg dafür schaffen, dass das überhaupt eine Idee zu was wird, was man bauen kann. Ja. Und das ist jetzt, dieses Studio ist ja auch nicht echt. Ja. Das haben wir einfach mal in 3D gebaut, um eine Plattform zu haben, um eine Bühne für uns jetzt zu haben, in der wir auf verschiedene Art und Weise was darstellen können. Ich sag's immer, das ist das Team. Das sind die Leute von uns, das ist so der Hauptasset der Firma. Und denen gilt es jetzt auch über diese vielleicht schwierige, aber besondere Zeit zu bringen. Und wenn dann Messen wieder losgehen, dann auch in dem Geschäft weiterhin stark zu sein. Da wollen wir auf jeden Fall ein Player bleiben. Sind aber jetzt mit dem Studio und auch den Innenausbaufähigkeiten, die wir jeden Tag weiter voranbringen, wirklich gewappnet für Zukunftsausblick. Also da bin ich ganz gespannt, was die Zukunft für uns so bringt. Ja, ich war bei eurem Impulstag auch vor einigen Wochen und es war wirklich bemerkenswert, mit welchem Engagement und Leidenschaft die Mitarbeiter hier alle rumgelaufen sind. Da hatte keiner trotz dieser doch durchaus schwierigen Situation, da hingen die Mundwinkel nicht tief, sondern jeder hatte hier eine Aufgabe, wo ich das Gefühl hatte, die macht er wirklich super gerne. Was mich jetzt nochmal interessiert, was ja nicht nur für euch betrifft, sondern uns als Verband, wie auch viele andere, wie erreichen ich denn zurzeit, das ist eine Frage, die man sich stellt, wie erreiche ich zurzeit meine Stammkunden und wie kann ich eigentlich auch möglicherweise Neukunden auch informieren, auf dem Laufenden halten, wenn ich sie eigentlich gar nicht mehr sehen kann, weil das ja doch eigentlich euer Kerngeschäft war. Ja. Ich kann als Kunde, als Aussteller, zeige ich, was ich kann und man führt das Gespräch. Jetzt kann ich dieses Gespräch nicht mehr führen.
Aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, dass man sozusagen die Hände in den Schoß nicht hat. Genau, also jetzt ist gerade die ganz spannende Aufgabe für uns. Wie kriege ich die persönliche Begegnung, für die wir sonst Bühnen gebaut haben, wie kriege ich die im Notfall zu den Leuten nach Hause? Mhm. Oder eben Events gestaltet, die Corona-konform sind und auf Zukunft gerichtet geblickt, wird es weiterhin die Herausforderung geben. Es wollen nicht mehr auf sich die Leute so viel reisen vielleicht und auch jeder überlegt sich genauer, an welcher Veranstaltung nehme ich jetzt vor Ort teil oder wo ist das Format gut genug, dass es eine hybride Veranstaltung sein kann. Also ein Teil real vor Ort und ein anderer Teil eben in der virtuellen Welt, aber so ineinander gebracht, dass es beides miteinander eigentlich besser wird, als es das jeweils eigenständige wäre. Da wird es auch keinen Weg mehr zurückgeben, oder? Glaubst du? Ich glaube nicht. Nee, es wird immer nur ein Abwägen sein, wie viel wird virtuell und wie viel wird real. Und auf diesem Schieberegler können wir hin und her schieben und sagen, gut, für den Teil, der virtuell wird, haben wir jetzt eben auch mit Studio und auch vor Ort Filmaufnahmen Möglichkeiten geschaffen, unsere Kunden zu betreuen. Ich kann doch mal ein Projekt zeigen, was wir jetzt als Kurzfilm aufgelegt haben. Das haben wir vor 2 Wochen hier bei uns im Studio umgesetzt für einen unserer Stammkunden. Der hätte einen Messestand jetzt gehabt, den wir in Mailand aufbauen wollten. Hat natürlich nicht stattgefunden. Und über die Plattform, die der Messeveranstalter aber zur Verfügung gestellt hat, konnte man ja sich trotzdem listen lassen. Das heißt, man hatte eine Art von Marktplatz, auf dem man sein Unternehmen quasi in die Welt bekannt macht und per Suchfunktion, anders als nur per Website-Suchfunktion, irgendwo in einem Kontext suchbar macht. Und dann haben wir für den eine Homepage kreiert und ein Event-Konzept komplett entwickelt, wie er trotzdem eine persönliche Begegnung mit den Leuten erreichen kann, die sonst auf Messestand vorbeigekommen sind. Und das war so, dass wir daraus plötzlich Website-Gestalter wurden und dann wurden wir plötzlich auch Agentur für Imagefilmentwicklung und haben für diesen Kunden ein Komplettpaket gemacht, was ich mal eben in dem Film darstellen kann. Ich kann dazu auch 2 Sachen sagen. Also es gab mehrstufige Webpages, bei denen wir erstmal die Terminfindung für die Leute gemacht haben mit Bestandskunden, aber auch klickbar für die Neukunden. Und dann ein paar kleine Image-Geschichten eingespielt haben. Und dann gab es hier im Studio 2 ganze Tage, in denen wir terminiert Gespräche per Videotelefonie gemacht haben, bei denen aber die Vertriebler in so kleinen Boxen hinter Telepromptern saßen und durch eine ähnliche Technik, die wir jetzt hier gerade nutzen, in der Lage waren, Content über das Unternehmen professionell, aber auch sehr persönlich, weil wir sie genau in die Kamera, in den Teleprompter gesprochen haben, an die Leute da draußen zu spielen und das nicht nur eben langweilig zu machen, sondern ein bisschen professionell und trotzdem spannend zu kreieren. Und die saßen nicht im Homeoffice, sondern waren hier wirklich in der Studiosituation, wurden von uns komplett betreut und hatten dadurch natürlich eine neue Art von persönlicher Begegnung. Aber das ist so eine, also diese Lösung zu schaffen, das ist ja erstens natürlich super kreativ, aber es ist ja für alle Branchen, auch für uns als branchenübergreifender Arbeitgeberverband, für alle Branchen eigentlich interessant, weil alle fragen sich zurzeit nicht eigentlich das ganze Jahr über, der Vertrieb kommt kaum raus, weil er halt gar nicht mehr auf den Hof fahren darf bei vielen Unternehmen, weil sie sagen, nein, hier geht es jetzt nicht rein. Wie bekomme ich denn meinen Vertrieb eigentlich organisiert? Und wenn ich tatsächlich natürlich meine Produkte, und wir reden natürlich teilweise auch über teilweise auch schwierig darstellbare Geschichten, die muss man haptisch vielleicht mal sehen, jedenfalls, haptisch sehen ist falsch, aber die muss man jedenfalls irgendwie wahrnehmen können. Und das geht natürlich über das Telefon dann wahrscheinlich schwer. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand sitzt im Greenscreen-Studio und er kann ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die ich sag mal, Schrauben, was auch immer, sein Produkt tatsächlich auch hier so darstellen und das auch von allen Seiten. Einerseits kann man das hier in echt darstellen. Also stellen wir uns vor, das sage ich jetzt nicht, aber wir könnten hier auch ein echtes, riesiges Produkt hinstellen und darüber erzählen und uns jeden beliebigen Hintergrund einblenden. Ja. Wir könnten also unter die Erde gehen und ein Braunkohle, nee, Braunkohle ist über der Erde, aber irgendwas ganz tief unten könnten wir auf dem Bagger sitzen und hier durch den Greenscreen fahren und das einfach auch erläutern. Das ist so ein bisschen, da muss man erstmal den Bedarf haben. Was aber einfacher zu zeigen ist, ist sowas. Diese Schraube ist ein Zahnimplantat und das haben wir in Szene gesetzt und zwar einfach mal 3D animiert. Und
Dadurch kann man manchen Leuten, wenn so ein Zahnimplantat so mini klein ist, kann man das natürlich durch moderne Technik sehr groß machen. Und das ist eigentlich ja nichts Neues. Diese ganze Technik, die wir uns hier einbauen, ist auch nicht irgendwie Raketentechnologie. Aber wir merken, dass es für unsere Kunden, die häufig auch Mittelstand sind, immer auf die Kosteneffizienz ankommt. Mhm. Es kann sich natürlich ein Kunde jetzt nicht bei NDR anrufen und fragen, hey, kann ich mal euer Studio buchen? Ich will jetzt da mal irgendwie toll meinen Trecker zeigen. Mhm. Sondern die kommen dann zu uns und fragen, hey, ich brauche eine Idee. Ich muss irgendwie meinem Imagefilm was aufpeppen oder ich muss meinen Vertriebler dieses neue Produkt erklären lassen. Aber das wäre jetzt blöd, wenn ich das bei mir in eine Lagerproduktion mache. Ja. Und dann können wir sagen, ja klar, kann man so machen. Alternativ können wir auch ganz große Dinge ganz klein darstellen, wie einen Messestand, den wir jetzt entwickelt hatten. Eigentlich, also der war auch in den USA aufgebaut, genauso wie er hier zu sehen ist. Aber wir können eben daran auch meine Dienstleistung zum Beispiel eine Messestandkreation darstellen und genauer erläutern und darauf eingehen, was damit möglich ist. Das Spannende daran ist, glaube ich, dass man mit Bildern und in Verbindung mit Stimme und Sprache oder auch manchmal Musik im Hintergrund die Aufmerksamkeit bei den Leuten erregen muss, weil der Vertriebler eben nicht mehr auf den Hof fahren kann und durch sein pures Auftreten und die tollen Kataloge und irgendwie was zeigen oder zu sich einladen, das große Produkt zeigen, eben nicht mehr diese Aufmerksamkeit und den Erinnerungswert hat. Das heißt, man konkurriert plötzlich auch eigentlich mit anderen, wahrscheinlich man konkurriert auch mit anderen Medien mittlerweile wahrscheinlich. Gerade wenn wir jetzt überlegen, dass so viele im Homeoffice sitzen, da prasseln natürlich ganz andere Dinge auf den einen, wenn ich jetzt als Vertriebler aber gerade Aufmerksamkeit haben möchte. Das ist die Herausforderung bei der Technologie, genau. Diese Digitalisierung ist so schön und toll, was wir damit alles machen können. Aber wenn die Leute dann am Ende nur ihr Live-Webex oder auch ihren Livestream anmachen und eigentlich dabei Kaffee trinken und sich um irgendwas anderes kümmern, dann müssen wir zusehen, dass die Formate, die wir hier entwickeln, eben auch spannend genug sind, dass die Leute dranbleiben, also dass sie dranbleiben und uns irgendwie mit ihrer Aufmerksamkeit beehren und dann auch der Erinnerungswert sich im Gehirn einpflanzen kann. Manchmal schafft man das eben einfach nur mit Katzenvideos. Ne? Also dann hat man da irgendwie so und dann ist das einfach eine Lösung, wo man einfach auch einen Störer reinbringt. Ja. Das haben wir aber auch schon immer bei Messeständen gemacht und das macht jede Marketing-Idee. Da hat man entweder irgendwelche Keyfarben oder eine besondere Situation auf einer Bühne, auf einem Messestand, die irgendwie das Bild rausreißt und wo man sich am Ende dran erinnert, ohne dass es eigentlich das Wichtigste war. Mhm. Und das merken wir immer wieder bei den Imagefilmen und auch bei diesen Aufnahmen. Es darf auch irgendwo eine Lockerheit reinbringen und es muss irgendwie auch den besonderen Touch haben, damit der Erinnerungswert hoch bleibt. Mhm. Das heißt, Unternehmen können sich auch an euch jetzt auch wenden und sagen, Mensch, ich habe gesehen, hier bei uns in der Region habt ihr hier so etwas gemacht. Ich würde das gerne einfach mal nutzen und einfach mal mit euch ausprobieren und einfach mal mit euch brainstormen, wie wir hier was gemeinsam irgendwie auch visuell darstellen können. Genau, gerne. Ja. Und das machen wir tatsächlich auch schon mit Verbandskollegen, dass wir merken, dass es viel Bedarf, aber auch Spaß dabei, dieses neue Format oder die verschiedensten Formate, sei es ein Imagefilm, sei es irgendwie eine Homepage, die auf ein Event hingeht oder eben solche Formate, wie wir mit den Studioaufnahmen gemacht haben, die kennenzulernen und darüber nachzudenken, ob das auch ein Weg sein kann. Und für uns natürlich eine der Chancen, uns lange über Wasser zu halten, bis das Normalgeschäft auch das wieder auffüllt. Mhm. Aber wir werden das machen. Also wir sind da jetzt so gut reingestartet in diese neue Zeit, dass wir da ganz viel Spaß dran haben und auch ganz optimistisch in die Zukunft gucken können. Ja. Aber es gibt eben einen Punkt und der steht über allem drüber und das ist auch fast schon der Abbinder, den ich immer wieder gerne sage, mit jedem Entwicklungsschritt der Digitalisierung steigt der Wert der persönlichen Begegnung. Mhm. Ja. Das heißt, wir sind seit Jahren oder wenigen Jahrzehnten dabei, uns in diese Digitalisierungswelt so reinzustürzen, dass wir uns davon teilweise stressen lassen und auch manche Leute krank werden. Und wir machen jetzt mit und ich bin manchmal so hin und her gerissen, ob ich wirklich eine Agentur mit Umsetzungsteil sein will oder ob ich weiterhin eigentlich, wir sind ein Handwerker und wir können auch ein bisschen planen. Ja. Aber wenn man den Schwerpunkt dabei legt, dass man sagt, okay, am Ende kommt es auf die persönliche Begegnung drauf an und diesen Wert als
als höchsten Wert sieht, dann kann man mit der Digitalisierung ganz, ganz tolle Sachen machen. Das kann ich als Verbandsvertreter natürlich auch absolut unterstreichen, weil das könnte auch von mir kommen, weil wir auch natürlich als Arbeitgeberverband vor der Herausforderung stehen. Wir erreichen natürlich auch unsere Unternehmen zurzeit immer fast nur noch digital, wesentlich weniger persönlich. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, dass man eine persönliche Begegnung nach wie vor halt in dem entsprechenden Rahmen irgendwie möglich macht. Ja. Und vielleicht ja können wir ja auch bald wieder andere Situationen haben, wo wir vielleicht richtige persönliche Begegnungen haben. Wir drücken haben. Ganz doll zusammen genau. die Daumen, dass es sehr, sehr genau. bald wieder möglich ist, sowas hier genau. auch möglich zu machen, genau. wo wir uns plötzlich bejubelt auf der großen ja. Bühne stehen sehen. Und dass wir solche Erlebnisse wieder halt haben, dass wir, wünschen wir uns, glaube ich, alle, so lange müssen wir uns noch mit diesem hier begnügen, in Anführungszeichen. Ja. Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir das alles hier mal ausprobieren konnten, mal darstellen konnten, was sozusagen alles möglich ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das erst der erste Schritt ist von vielen, die wir hier noch gehen werden im Bereich der Digitalisierung, aber gleichzeitig persönlichen Begegnung, weil die muss nach wie vor, glaube ich, hat die einen sehr hohen Stellenwert, nicht nur bei euch, sondern auch bei uns. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Kommen. Ja, alles Gute und ihr wisst, wenn Fragen sind, meldet euch. Wir stehen zur Verfügung und danke auch, dass wir hier so ein bisschen Werbung machen durften. Wir haben es nötig. Nein. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Treffen. Ja. Vielleicht wird es auch mal wieder ein Unternehmerfrühstück. Genau. Herzliche Einladung schon mal im Vorhinein. Genau. Mit einem reich gedeckten Tisch, den wir dann wahrscheinlich anbieten können. Alles digital oder halt nicht digital. Ja. Alles möglich. Vielen Dank. Macht's gut. Wiedersehen. Tschüss.